Montag, der 21. November. Herzlich willkommen zu Gut gedruckt. Yeah. Und das sind die Themen heute. Neonazi-Mordserie, Ausmaß der Unterstützung wird immer größer. Was geschieht mit Saif al-Islam? Und Erschütterung nach Suizidversuch von Rafati. Eineinhalb Wochen nach Aufdeckung der Neonazi-Mordserie wird das Ausmaß der Unterstützung immer größer. Der Thüringer Verfassungsschutz geht nach Medienberichten von etwa 20 Sympathisanten aus, die der Zwickauer Terrorzelle halfen. In der Süddeutschen Zeitung befasst sich Heribert Prantl in seinem Kommentar mit dem Unwesen des V-Mann-Wesens. Hier lesen wir: Das V steht eigentlich für Vertrauen, aber die Vertrauensperson ist in Wahrheit eine Person, der man nicht trauen kann. V-Leute sind allzu oft Wichtigtuer, die für viel Geld das nicht liefern, was man von ihnen erwartet. Die V-Leute in der Neonazi-Szene zeigen das deutlich. Offenbar hat keiner einen Hinweis auf die untergetauchten Neonazi-Mörder geliefert. Offenbar hat keiner die Behörden auf die Spur gesetzt. Das V-Leute-Wesen, das ein Unwesen geworden ist, wiegt den Staat im Glauben, alles im Griff zu haben. Aber das stimmt nicht. Man muss die V-Leute in der NPD abschalten, man muss damit aufhören, unter dem Mantel, ihn zu bekämpfen, Neonazismus zu finanzieren. Wenn ein NPD-Verbot Erfolg haben soll, ist das ohnehin geboten. Die Lauterkeit des rechtsstaatlichen Handelns gebietet das auch. Das V-Leute-Wesen verfremdet den Rechtsstaat. Es ist dies ein unguter V-Effekt. Es ist klüger und erfolgversprechender, verdeckte Ermittler einzusetzen, also Beamte der Polizei und des Verfassungsschutzes, die unter einer Legende arbeiten. Bei der Bekämpfung des Neonazismus muss der klassische Verfassungsschutz eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber einen mindestens so wichtig weiteren Verfassungsschutz. Der heißt Zivilgesellschaft. In die Welt warnt Andrea Seibel davor, trotz aller Wut und Empörung den Realitätssinn über Bord zu werfen. Unter dem Titel »Die Feinde« lesen wir: Jeder Neonazi ist einer zu viel, das ist wahr. Doch gibt es seit Jahrzehnten in allen Demokratien Europas einen nicht unerheblichen Prozentsatz an Menschen, die rechtsradikalem Gedankengut zuneigen. Um sie muss man sich kümmern und nicht davon schwadronieren, dass die Mitte der Gesellschaft auch infiziert sei. Wie maßlos und masochistisch. Die offene Gesellschaft hat viele Feinde. Manchmal sind sie hässlich, aber harmlos. Sie können aber auch gefährlich werden und Verbrechen begehen, die erschüttern. Dagegen braucht es die wehrhafte Demokratie. Es ist Aufgabe staatlicher Institutionen, nicht zuletzt des Strafrechts, solche Feinde zu bekämpfen. Und dafür sind Polizei und Sicherheitsdienste da. Eine Demokratie aber lebt auch von der Wehrhaftigkeit und vom Instinkt ihrer Bürger. Man kann sich nicht nur über das vermeintliche Staatsversagen mokieren, sondern muss selbst aktiv werden. Das ist die wichtigste Lektion dieser Tage. Saif al-Islam, der Sohn von Gaddafi, ist gefasst und nun stellt sich die Frage, was mit ihm geschieht. Todesstrafe oder Übergabe an Den Haag? In die Welt kommentiert Dietrich Alexander unter Libyens Lackmustest. Seine Festnahme ist wichtig. Noch wichtiger aber ist es, dass er lebt. Das libysche Volk erhält seine vielleicht letzte Chance, die 42 vergeudeten und schmerzhaften Jahre der Gaddafi-Diktatur zu verarbeiten und zu einem Ende zu bringen, das Augenmaß rechtsstaatliche Statur und gesellschaftliche Reife unter Beweis stellen könnte. Bei Gaddafi Senior und dessen Sohn Muattasim war das versäumt worden. Der Mord an ihnen und die anschließende zur Schaustellung ihrer Leichen war martialisch. Das neue Libyen wird sich daran messen lassen müssen, wie es mit seinen ärgsten Feinden verfährt. Saif al-Islam darf nicht vor ein libysches Gericht in Tripolis gestellt werden, denn das kennt nur ein einziges Urteil, Todesstrafe. Sollte die neue libysche Führung ihrem eigenen Anspruch gerecht werden wollen, eine neue und menschliche Gesellschaftsordnung im Kreis der Völkergemeinschaft zu schaffen, wäre die Auslieferung des Gaddafi-Sohns an das Haager Kriegsverbrechertribunal ein wichtiger Schritt. In Syrien hat sich Präsident Bashar al-Assad nun auch verbal endgültig auf die Linie des libyschen Diktators Gaddafi festgelegt. Das schreibt Wolfgang Günther Lerch in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weiter heißt es unter »Arabisches Ringen«: Er wolle kämpfen bis zum Sieg, notfalls auch sterben, sagte Assad einer Zeitung.
Begleitet wurden seine Worte von einem Raketenangriff der Opposition auf ein Büro der seit 1963 herrschenden Baath-Partei in Damaskus. Syrien scheint somit endgültig auf einen Bürgerkrieg zuzutreiben, zumal Assad am Sonntag auch ein Ultimatum der Arabischen Liga verstreichen ließ, ohne zu reagieren. Libyen und auch Syrien offenbaren, welche Dynamik die Arabellion angenommen hat. Doch scheint diese epochale Umwälzung auch dort, wo sie schon Erfolg hatte, längst nicht über den Berg zu sein. Dies zeigt Ägypten, wo der zentrale Tahrirplatz wieder zum Schauplatz von Massendemonstrationen wurde, die das neue Regime mit Gewalt beantwortete. Mit den Zuständen in Ägypten befasst sich auch unser nächster Kommentar, diesmal aus der Süddeutschen Zeitung. Unter »Die Revolution wiederholt sich« lesen wir: Ein Plakat auf dem Tahrirplatz zeigte unlängst einen Januskopf. Die rechte Gesichtshälfte gehörte dem im Februar gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak, die linke dem Chef des regierenden Militärrates Mohammed Hussein Tantawi. Für die jungen Liberalen ist der Feldmarschall zur neuen Fratze ägyptischen Machtmissbrauchs geworden. Im Februar war er noch als Retter der Revolution bejubelt worden. In der Schlacht um den Tahrirplatz wiederholt sich die damals ausgebliebene Konfrontation zwischen Armee und Revolution. Nur ist der Einsatz einer Woche vor dem geplanten Wahlbeginn für ein neues Parlament schwindelerregend hoch, die Opposition für einen glücklichen Ausgang aber geschwunden. Duldet die Armee die Revolutionäre, ist dies der Beweis, dass der Staat sein Machtmonopol nicht durchsetzen kann. Wie soll das Land unter diesen Umständen jetzt wählen? Fegt die Armee die Demonstranten hinweg in Kairo, in Alexandria, Suez und Assuan und wo sonst Menschen gegen den Militärrat marschieren, löst sie wahrscheinlich neue Proteste aus. Wie soll das Land in diesem Klima des Aufruhrs wählen? Die Wahlen und ihre Bedeutung für die künftige Verfassung geben der Auseinandersetzung eine beispiellose Schärfe. Es geht nicht nur um Tantawi, es geht um die Zukunft Ägyptens. Sie ist in diesen Tagen bestenfalls ungewiss. Nach dem Suizidversuch des Schiedsrichters Baba Grafati am Wochenende steht Fußball-Deutschland vor einem Rätsel. In der Frankfurter Rundschau kommentiert Christian Müller das Drama unter der Überschrift »Alltagsterror«. Bis zum Sonntagnachmittag war nicht bekannt, was Baba Grafati zu seiner Verzweiflungstat im Hotelzimmer getrieben hat. Es verbietet sich somit an dieser Stelle, über seine persönlichen Motive zu spekulieren. Es verbietet sich jedoch nicht, grundsätzlich darüber nachzudenken, in welchem Klima Schiedsrichter in diesem Land inzwischen Fußballspiele pfeifen. Es ist überfällig, gegen die Kultur der Herabsetzung und Verunglimpfung von Unparteiischen und im Fall Rafati möglicherweise auch des unterschwelligen Rassismus vorzugehen, sie zu ersetzen durch eine Kultur des Respekts und der Anerkennung. Aber das wird nicht passieren. Noch gibt es leider zu viele Vorbilder unter Trainern und Profis, die, oft genug von den Medien unterstützt, mit schlechtem Beispiel vorangehen. Viele junge Schiedsrichter halten es nicht aus. Sie wollen es nicht erdulden, im Amateurfußball bepöbelt, bespuckt, geschlagen, in die Kabine verfolgt oder mit Telefonterror überzogen zu werden und geben auf. Übergriffe gegen Schiedsrichter geschehen häufiger und werden zusehends brutaler. Und niemand weiß, was dagegen zu tun ist. Wir kommen nach Rheinland-Pfalz. Und auch in den regionalen Zeitungen ist der Selbstmordversuch von Baba Grafati eines der beherrschenden Themen. In der Mainzer Rheinzeitung heißt es unter »Drama im Hotel der 05-Mannschaft«. Das Drama um Baba Grafati, das am Samstag die Fußballszene schockte, und die Absage des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 zur Folge hatte, ereignete sich im direkten Umfeld der 05er. Der Schiedsrichter versuchte, sich das Leben zu nehmen in dem Hotel, in dem auch die Mainzer Mannschaft ihr Quartier bezogen hatte. »Wir haben alle gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist«, berichtete 05-Manager Christian Heidel. »Es war unmöglich, nach einer solch schrecklichen Sache noch ein Spiel durchzuführen«, erklärte Heidel. »Nach einem solchen Schicksal im Nebenzimmer noch Fußball spielen zu wollen, wäre respektlos und reine Show gewesen. Heute diskutieren die Vereine mit der Deutschen Fußballliga über einen Nachholtermin. Die Eintrittskarten bleiben gültig.«
Nach dem abgesagten Spiel kam es laut der Allgemeinen Zeitung im Kölner Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen mit Fans des 1. FC Nürnberg, die auf dem Heimweg vom Spiel in Gelsenkirchen waren. Mit schlimmen Folgen. Unter 19-Jähriger vor Zug gestoßen lesen wir weiter. Gegen 19.30 Uhr prügelten sich rund 30 Fans beider Vereine, möglicherweise waren aber auch noch Anhänger weiterer Clubs beteiligt. Dabei wurde ein 19-jähriger FC Nürnberg-Fan vor einen einfahrenden Zug gestoßen und lebensgefährlich verletzt. Sein Arm musste amputiert werden. An der Auseinandersetzung auf den Gleisen 7 und 8 sollen insgesamt 30 Personen beteiligt gewesen sein. Ein 21 Jahre alter Mainzer wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln im Zug festgenommen, sei aber vermutlich nicht der Täter, nachdem noch weiter gefahndet wird. Am Samstag war die Landesdelegiertenversammlung der Grünen in Lambrecht. Dort wurde, nach Angaben der Rheinpfalz, die Energiewende, eines der zentralen Themen der rot-grünen Landesregierung, kontrovers diskutiert. Karin Dauscher kommentiert das Treffen unter gelungener Rollenwechsel. Schneller als gedacht verwandelte sich die oppositionelle Ökopartei in eine Regierungspartei, obwohl die Strukturen dafür eher nicht geeignet sind. Die strikte Trennung zwischen Amt und Mandat birgt die Gefahr, dass eine Kluft zwischen der Partei und der Landtagsfraktion bzw. den Regierungsmitgliedern entsteht. Doch nichts davon war auf dem Parteitag zu spüren. Zum einen, weil die Landesvorstandssprecher Britta Steck und Uwe Diederich Seidel den Vertretern aus Regierung und Fraktion den Platz im Rampenlicht derzeit nicht streitig machen. Zum anderen scheint der Informationsaustausch zu funktionieren. Und kritische Positionen, etwa zur Windkraft, werden offen diskutiert. Aber auch die Vertreter der CDU waren am Wochenende im Einsatz. Wie die Bild-Zeitung heute berichtet, besuchten Julia Klöckner und Ministerpräsident Kurt Beck eine Anti-Nazi-Demo in Bretzenheim. Hier lesen wir: Mehrere hundert Bürger protestierten bei einem gemeinsamen Gebet gegen Rechtsextremismus. Dazu hatten die katholische und evangelische Kirche, der DGB und andere Gruppen aufgerufen. Auch Rheinland-Pfalz Ministerpräsident Kurt Beck und Oppositionschefin Julia Klöckner gehörten zu den Teilnehmern. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfgen von den Grünen rechnet mit einem Verbot von Affen, Elefanten und Giraffen im Zirkus, wie die Allgemeine Zeitung heute berichtet. Unter Zirkus bald ohne Wildtiere heißt es weiter: Einer entsprechenden Empfehlung des Agrarausschusses des Bundesrats soll das Plenum der Länderkammer an diesem Freitag absegnen. Damit stiege der Druck auf die Bundesregierung, das Aus für bestimmte Wildtiere in der Manege zu beschließen. Eine solche Verordnung könnte schon ab 2012 greifen, natürlich mit Übergangszeiten für jetzige Zirkustiere, sagte Höfgen. Hintergrund sind wiederholt gemeldete Missstände bei der Zirkustierhaltung. Rheinland-pfälzische Behörden hätten beispielsweise angekettete Elefanten mit verhaltensauffälligem Wippen der Vorderbeine entdeckt, teilte Höfgen mit. Jetzt ist sie wieder da, die Zeit der kleinen Budendörfer, in denen der Duft von Glühwein und Lebkuchengewürz in der Luft liegt. Die Rheinpfalz bringt heute die freudige Kunde des Saisonbeginns der Weihnachtsmärkte. Unter vielerorts schon Weihnachtsmarkt lesen wir: Auch dieses Jahr laden in der Pfalz schon frühzeitig viele Weihnachtsmärkte zum Besuch ein. Einige der größten beginnen heute, so beispielsweise in Speyer, Kaiserslautern oder Neustadt. Offiziell eröffnet wird heute auch der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen, über den man jedoch bereits am Freitag und Samstag bummeln konnte. Was Sie sonst noch in unserer Region unternehmen können, das zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Die Linie ist Ihre Welt. Mit Linescapes zeigt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern neue Arbeiten der Wahl-Berliner Künstlerin Nicole Heinzel. Alles ist im Fluss, Realität und Illusion verschwimmen. Charakteristisch ist der Einsatz verschiedener Medien und das Verfremden der Motive. Sehen Sie Nicole Heinzel, Linescapes, neue Arbeiten noch bis zum 15. Januar in der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Weitere Informationen unter mpk.de.
Die Galerie Katrin Hiestand zeigt unter dem Titel Traum und Flügelschlag eine umfassende Einzelausstellung mit Arbeiten von Nicola Jentsch. Ihre Zeichnungen sind Ausgangspunkt eines neuen Bildstücks. Durch Hinzufügen von Fundstücken entstehen ähnlich wie bei einem Kaleidoskop surreale Bildwelten. Alte Briefe, Tapetenreste, vergilbte Postkarten und Schnittmuster – alles wird künstlerisch verarbeitet. Die Werke laden ein in eine Welt der Fantasie und öffnen Türen für unsere Träume. Traum und Flügelschlag – noch bis nächsten Montag in der Galerie Hiestand in Landau. Mehr Infos auf galerie-hiestand.de. Dieter Kühn, einer der renommiertesten zeitgenössischen Künstler in Rheinland-Pfalz. Seine Werke stehen im Zentrum der aktuellen Sonderausstellung im Speyerer Feuerbachhaus. Gezeigt werden Gemälde und Grafiken zwischen lyrischer Abstraktion und Gegenständlichkeit. Dieter Kühns Motto: Zu viel Eindeutigkeit schadet der Poesie. Sehen Sie die Ausstellung Dieter Kühn, Malerei und Grafik noch bis zum 15. Januar im Feuerbachhaus in Speyer. Weitere Informationen unter feuerbachhaus.de. Das war die Ausgabe der Presseschau an diesem Montag. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen. Yeah.